Zu Pfingsten, Hochsommer, Weihnachten ohne Schnee, Ostern manchmal weiß, die Eisheiligen bitterkalt und Schnee bis in die Niederungen, Hagelschlag, Starkregen, Überschwemmungen, Murren. Alles Wetter und Naturphänomene, von denen viele ältere Menschen immer häufiger sagen, so etwas habe ich noch nie erlebt. Das lässt aufhorchen, da ist etwas los mit unserem Klima, das ist nicht normal. Die Natur beginnt sich zu rächen, der Klimawandel ist nicht mehr wegzureden, die Folgen sind immer deutlicher und kostspieliger. Kann die Politik überhaupt noch etwas tun? Guten Abend, meine Damen und Herren, bei 60 Minuten Politik direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament in Wien. Rund ein Fünftel der Treibhausgase, die für die Klimaerwärmung verantwortlich gemacht werden, stammen in Österreich aus der Erzeugung von Strom. Mehr als ein Drittel gehen auf das Konto des Verkehrs, mehr als ein Viertel produziert die heimische Industrie und immerhin knapp 16% entstehen durch Heizen mit Öl und Gas. Das sind die nüchternen Zahlen, die die Themen Nachhaltigkeit, ökologischer Fußabdruck, Emissionsreduktion zu konsumfördernden, allerdings banalen Werbeslogans verkommen scheinen zu lassen. Höchste Zeit zu handeln. So verstehen Experten den aktuellen UNO-Klimareport. Welche Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen braucht Österreich also? Was muss die Umweltpolitik tun und was kann jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen? Wann kommt eine Energiewende? Darüber diskutieren Rainer Nowak, der Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse. Hallo Rainer. Guten Abend. Und ich mit den Umweltsprecherinnen und Sprechern der Parlamentsparteien. Ich begrüße Ladies First Christiane Brunner von den Grünen. Guten Abend. Abend. Vom Team Stronach Ulrike Weigersdorfer. Hallo. Guten Abend. Hannes Weninger von der SPÖ. Grüß Gott. Guten Abend. Den ehemaligen Landwirtschafts- und Umweltminister, ÖVP-Nationalratsabgeordneter Nikolaus Belakovic. Grüß Gott. Grüß Gott. Norbert Hofer, dritter Nationalratspräsident und Umweltsprecher der FPÖ. Guten Abend. Guten Abend. Sowie den Umweltsprecher der NEOS, Michael Brock. Grüß Gott. Guten Abend. Herzlichen Dank für die Zeit und die Bereitschaft zur Diskussion. Durch den Klimawandel steigt die Zahl der Naturkatastrophen. Die Prognose einer Studie der Allianz Versicherungsgruppe klingt bedrohlich. Extreme Wetterereignisse werden die Alpenrepublik künftig öfter heimsuchen. Allein im Vorjahr verursachte das Hochwasser in Österreich 870 Millionen Euro direkte Schäden. Die Schadenssumme des jüngsten Hochwassers im Mai wird sich erst in den kommenden Tagen abschätzen lassen. Bedingt durch den Klimawandel muss hierzulande künftig alle 3 Jahre mit einer ähnlichen Naturkatastrophe gerechnet werden. Die wirtschaftlichen Schäden durch Stürme, Hagel, Schnee und Hochwasser werden in den nächsten Jahren um 20% steigen, berichtet Christine Meyer. Österreich ist im Vergleich zu anderen Ländern mittleren und starken Naturgefahren ausgesetzt. Treffen kann es im Prinzip jede Region, aber es gibt auch Hochrisikogebiete. Die wichtigsten Parameter sind Hitzeperioden, die in Zukunft stärker und länger dauern können. Das zweite ist Dürre, besonders im Süden Österreichs, was für die Landwirtschaft einen großen Stress darstellt. Und das dritte sind starke Niederschläge, die zwar räumlich sehr begrenzt sind, aber größere Schäden verursachen können. Stürme verursachen mehr als ein Drittel der Schäden. Während für Stürme bereits gute Prognosen möglich sind, gilt das für Hagel nicht. Die Vorwarnzeiten sind sehr kurz. Höher gelegene Gebiete sind besonders vom Schneedruck betroffen. Hier spielt die globale Erwärmung eine Rolle. In höher gelegenen Gebieten bleibt der Schnee liegen. Kommt dann eine Warmfront, entstehen schwere Schneelasten. Ein immer drohendes Risiko, das Hochwasser. Jahresniederschläge werden steigen, damit auch die Häufigkeit extremer Hochwässer. Das Risiko extremer Überschwemmungen in Europa könnte sich bis 2050 mehr als verdoppeln. Weltweit ist die Summe der durch Naturkatastrophen verursachten Schäden in den letzten 40 Jahren um das 15-fache gestiegen. 2013 haben Naturkatastrophen weltweit Schäden von 100 Millionen Euro verursacht. Herr Abgeordneter Belakovic, Sie waren Umweltminister, Sie waren Landwirtschaftsminister. Wenn man sich das aktuelle Regierungsprogramm ansieht und wenn man auch das Budget genauer unter die Lupe nimmt, wird man erkennen, dass beim Thema sozusagen Umweltmaßnahmen gespart wurde. Beim Thema Landwirtschaft eher weniger bis nichts. Es scheint kein wichtiges Thema für Sie zu sein. Das stimmt nicht. Es wurde in allen Budgets aller Ministerien gespart, so auch in der Landwirtschaft und auch in der Umwelt.
Es hat dort nur eine strukturelle Änderung gegeben, aber Tatsache ist, dass der Klimaschutz nach wie vor oberste Priorität hat in Österreich und auch in der Europäischen Union. Würden Sie sagen, dass in Ihrer Amtszeit das oberste Priorität hat? Weil viel ist da nicht passiert, wenn ich das so sagen darf. Ja, in meiner Amtszeit ist die Kyoto-Periode 2 das Ende gefallen. Österreich ist damals 1997 ein sehr ambitioniertes Ziel eingegangen. Es wurde dann jahrelang in Wahrheit in Österreich zu wenig gemacht. Aber jetzt, und das habe ich eingeleitet in meiner Amtszeit, seit 2013 sind wir in einer neuen Klimaschutzperiode. Da haben wir im Jahr 2013 unsere Klimaschutzziele erreicht und werden sie wahrscheinlich auch im heurigen Jahr erreichen. Das heißt, die Maßnahmen, auch die Gesetze, die wir unter meiner Amtszeit beschlossen haben, Klimaschutzgesetz, die Maßnahmen mit den Bundesländern gemeinsam, tragen dazu bei, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Frau Abgeordnete Brunner, irgendwas sagt mir, dass Sie das nicht so sehen. Das surprise, surprise. Sehen Sie richtig. Ich möchte vorwegschicken, und das ist ja auch in dem Beitrag herausgekommen, der Weltklimabericht sagt, dass der Klimawandel angekommen ist. Das spüren auch viele Menschen, auch bei uns. Anderswo, wo ganze Landstriche untergehen, noch viel mehr. Der Weltklimabericht sagt auch, dass in Zukunft jeder und jede, jeder Kontinent davon betroffen sind. Und ich denke, als Politik müssen wir das als gegeben hinnehmen und unsere Maßnahmen daraus ableiten. Und das ist nicht die Diskussion, waren unsere Ziele zu ambitioniert oder nicht, sondern die Ziele leiten sich aus den klimawissenschaftlichen Notwendigkeiten ab. Österreich hatte Ziele, die man erreichen konnte. Wir haben die Kyoto-Ziele leider nicht nur knapp verfehlt, sondern Österreich hat 2012 deutlich mehr ausgestoßen als noch 1990. Das heißt, für ein Land, das eigentlich sehr gute Startbedingungen hätte, ist das leider peinlich. Ja, aber ich denke, der Klimawandel kann auch eine Chance sein, Systeme umzustellen, Energiewende zu machen. Es ist nicht nur eine Bedrohung, sondern wenn wir jetzt handeln, ist es eine Riesenchance. Und die Eingangsfrage war, kann die Politik handeln? Natürlich. Und ich denke, die Politik muss handeln. Da passiert uns in Österreich zu wenig, aber wir haben in Österreich sehr viele Chancen, wo wir ansetzen können. Und ich hoffe, dass wir heute darüber diskutieren werden. Herr Wieninger, Sie sind ja auch in der letzten Regierung dabei gewesen. Sie sind jetzt Umweltsprecher in der SPÖ. Wie kann es denn sein, wenn der Herr Balakovic sagt, eigentlich ist da viel getan worden? Hier heißt es, naja, es ist nicht so viel getan worden und Kyoto ist ja überhaupt ganz weit weg. Aber bleiben wir noch in Österreich, gehen wir ein Stückerl in die Realität hinein, die sich mit Zahlen festmacht. Und da sagt zum Beispiel, dass Österreich Vize-Europa-Weltmeister in Sachen Luftverschmutzung nach den europäischen Zielvorgaben ist. Wie kann es denn das geben, um es ganz konkret zu sagen? Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer in der Mitte, aber es gibt natürlich im Umweltbereich neben dem Klimabereich Aufgaben, die auch neu sind und denen wir uns vielleicht in der Vergangenheit zu wenig gewidmet haben. Ich erinnere an den sauren Regen, an Baumsterben in Österreich in den 80er Jahren, etwas, was wir bewältigt haben. Tatsächlich ist jetzt Luftverschmutzung oder tagesaktuell wieder heute in den Medien die Verschmutzung des Grundwassers durch Pestizide aus der Landwirtschaft ein aktuelles Thema. Feinstaub ist in den Städten ein Thema. Da muss die Politik nachjustieren, ganz deutlich. Nur das muss man, glaube ich, vom Klimaschutzbereich trennen. Das ist immer ganz interessant, wenn hier SPÖ-Abgeordnete stehen, dann muss ich leider immer wieder sagen, Sie wissen aber schon, dass Sie den Bundeskanzler stellen. Ja. Dann könnte was passieren. Ja, wir können auch ganz deutlich darüber reden, wer die Kompetenzen zum Beispiel in der Frage der Luftreinhaltung hat. Das sind die Bundesländer. Und ich stehe wirklich dafür, dass es im Umweltbereich, wenn es in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, hier Kompetenzen von den Gemeinden und den Ländern Richtung Bund wandern, damit wir auch die Möglichkeit haben, die entsprechenden Gesetze zu formulieren, die dann umgesetzt werden. Frau Weigersdorfer, da möchte ich jetzt gleich anschließen. Ein bisschen kommt man das Ganze, was ich jetzt bisher gehört habe, ein bisschen vor wie in der Frauenpolitik. Ja. Und zwar ganz interessant, man reißt immer eine neue Baustelle auf, ohne eine alte abzuschließen. Jetzt haben wir gehört, also die Länder sind es. Davor haben wir gehört, also eigentlich sind es die draußen, also die USA und die. Wie kann es denn, frage ich Sie, wie kann man denn da überhaupt zu einem Ende kommen, wo man sagt, die Bauern machen es mit den Pestiziden, die 9% der Österreicher sagen, sie würden auf das Auto verzichten, alle anderen nicht und so weiter und so fort. Wie kann man es denn in den Griff kriegen politisch aus Ihrer Sicht? Zuerst einmal,
Ich weiß nicht, inwieweit Sie Frauen kennen, aber ich glaube, Frauen sind sehr gut geeignet, Baustellen abzuschließen und dann die nächste zu öffnen. Ich möchte hier noch gleiche kurz Arbeit, ich möchte nur ganz kurz sagen, bis heute noch nicht durchgesetzt. Ja, aber es sind viele Themen, was Frauen betrifft, bereits durchgesetzt. Und wie man weiß, ist oft die Frau der bessere Mann. Aber gut. Das ist wahrscheinlich eine eigene Sache. Das ist auch sicher richtig. Ich bin überzeugt, dass Sie da recht haben. Föderalismus wurde angesprochen. Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, vor allem da mehr dem Bund Kompetenz zu geben. In Wahrheit sind wir national natürlich auch ein bisschen mit gebundenen Händen, gerade in Umweltbereichen. 70-80% der Umweltregelungen sind EU-gesteuert. Das heißt, die haben wir leider auch ein bisschen gefesselte Hände. Ich glaube aber trotzdem, dass man positiv denken muss, auch wenn die Situation natürlich keine positive ist. Ich glaube, es bringt auch nichts, jetzt Schuldzuweisungen zu machen, wer der Schuldige ist, sondern die Chance zu sehen und zu nützen, um hier ein Umdenken, ein schnelles Agieren voranzutreiben. Und das nicht nur auf politischer Ebene, dort kann man natürlich sehr viel machen, aber das muss gehen von Bund über Land, über Gemeinden und zu jeder einzelnen Person. Also diese Verschwendungspolitik, die wir jetzt derzeit fahren, wenn wir so weitermachen, Sie haben es angesprochen, den ökologischen Fußabdruck, da brauchen wir drei Erden, drei Planeten, im Sinne unserer Erde, um so dauerhaft unseren Standard halten zu können. Und das sind natürlich Zahlen, die sehr beeindruckend sind und die zum Denken gehen. Aber wie gesagt, ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich glaube, die Zeit ist mehr als reif, aber ich möchte es positiv sehen und sagen, setzen wir uns alle an einen Tisch, ziehen an einem Strang. Und das ist vom Kleinsten bis hinauf zur politischen Ebene, bis zum Lobbyismus. Eine Nachschlussfrage nur, warum soll es heute funktionieren und nicht, keine Ahnung, vor 5 Jahren schon, dass man sich an den Tisch gesetzt hat? Oder Kyoto 1, um ein Beispiel zu nennen. Ja, das ist eine schwierige Frage, die man wahrscheinlich jetzt nicht mit einer Antwort lösen kann. Aber ich glaube, immer Schuldzuweisungen zu machen und zu sagen, warum hat das damals nicht funktioniert, schließen wir das ab, setzen wir uns hin, suchen wir gemeinsam Lösungen, die auch die Wirtschaft betreffen, weil sonst haben wir Wirtschaftsabwanderungen in Österreich. Also Österreich muss natürlich wieder Vorreiterrolle bekommen in Umweltthemen, aber natürlich nicht auf Kosten der Wirtschaft. Wir haben es jetzt gesehen bei der Föst, bei vielen großen Konzernen, das muss Hand in Hand mit Schulterschluss gehen. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Also da gibt es genug Experten, die da auch schon Lösungen ausgearbeitet haben. Herr Abgeordneter Hofer, der Herr Abgeordnete Weniger hat gerade vorher gesagt, sozusagen das Stichwort saure Regen und hat ein bisschen so sehr dezent anklingen lassen, dass das ja damals auch ein großes mediales Thema war, mitunter durchaus hysterisch geführt. Heute ist das kein so großes Thema mehr. Man kann auch argumentieren, weil eben Maßnahmen gesetzt worden sind. Ist das für Sie überhaupt so? Also sehen Sie das Problem so ernsthaft, wie es vorher in dem Beitrag war? Ich sehe das Problem sehr ernst. Ich glaube aber, dass wenn wir Maßnahmen setzen, gut beraten sind, diese Maßnahmen an der Wurzel zu setzen. Weil viele Umweltprobleme und auch Klimaschutzprobleme, die wir haben, dadurch entstehen, dass wir in hohem Maße fossile Energieträger verbrennen. Und es hat kaum ein anderes Land so gute Voraussetzungen wie Österreich. Wir haben einen großen Teil unseres Bedarfs bereits mit Wasserkraft abgedeckt. Windkraft wird massiv ausgebaut. Die Photovoltaik ist Gott sei Dank im Vormarsch. Wir haben Biomasse, wir haben Geothermie, es ist alles da. Und jetzt müssen wir noch viel mehr als bisher diese erneuerbaren Energieträger nutzen. Ich erlebe oft, weil Sie das auch angedeutet haben, bei Diskussionsrunden die Frage, na, ist es wirklich so, dass das Klimaproblem vom Menschen gemacht ist? Und ja, es gibt in der Wissenschaft verschiedene Meinungen. Die fundierteste Meinung ist eben die, dass der Mensch in hohem Maße für diesen Klimawandel verantwortlich ist. Und ich sage in diesen Runden immer, es ist völlig egal, was Sie glauben. Wir müssen auf erneuerbare Energieträger setzen, auch um unabhängiger zu werden, um unsere Wirtschaft in Zukunft am Leben halten zu können. Und damit löse ich automatisch das Klimaschutzproblem mit. Das heißt auch jetzt für die Menschen, die sagen, nein, ich glaube das alles nicht, es gibt dieses Problem nicht, auch die müssen wissen, wenn wir uns weiterhin von Öl und Gas abhängig machen, dann wird Österreich in 10, 20 Jahren ein großes Problem haben. Herr Abgeordneter, die NEOS haben jetzt nicht gerade bisher mit Umweltpolitik punkten können. Mich würde mal prinzipiell Ihre Position interessieren. Eigentlich stehen Sie für Wirtschaftsliberalismus. Die Wirtschaft in Österreich sozusagen beschwert sich, glaube ich, zu Recht derzeit über zu hohe Auflagen, über Bürokratie, über viele Standortnachteile. Eigentlich müssten Sie sozusagen jetzt rein von Ihrer Programmatik aus gesehen gegen Maßnahmen sein, die die Industrie weiter, sozusagen Umweltmaßnahmen weiterhin stören könnten.
Also ich muss leider enttäuschen, wenn wir in unserem Programm stehen, dass wir positiv verknüpfen wollen Wirtschaft und Ökologie und haben nur in der Hinsicht eine andere Vorstellung, wie wir Umweltpolitik machen wollen. Wir wollen nämlich eher den systemischen Ansatz haben, wie der Kollege Hofer auch schon gesagt hat. Und zwar auch bei der Diskussion Steuerreform würden wir sehr massiv für eine CO2-Steuer eintreten, um den Faktor Arbeit zu entlasten, weil bei der Industrie und in der Wirtschaft ist nicht die Frage, ob Energie zu teuer ist, sondern wie sich die Gesamtkosten zusammensetzen bei der Produktion. Jetzt sind die Arbeitskosten in der Industrie jetzt nicht immer ausschlaggebend, aber das wäre... Aber es ist eine Erhöhung der Energiekosten. Es wäre nur eine Erhöhung der Energiekosten, wenn die Arbeitskosten dafür deutlich gesenkt werden. Naja, aber das hat ein Industrieunternehmen wie die Voest hat ein Problem mit den Energiekosten. Weil sie gleichzeitig einen deutlichen Nachteil am Standort schon haben, aufgrund der hohen Abgaben und Steuerlast auf der einen Seite. Dann gibt es hohe Energiekosten, für die wir jetzt als Politik, glaube ich, relativ wenig können. Wir sind als der Kontinent Europa da auch stark im Nachteil, was die Ressourcen betrifft. Und wir gehen davon aus, dass wenn wir auf der Steuerseite deutlich nachlassen, dass man dann über eine CO2-Steuer tatsächlich auch einen Lenkungseffekt hätte. Das würde einen Standortnachteil A zum Standortnachteil B machen. Und in Summe so aber einen Vorteil sozusagen daraus ziehen, weil tatsächlich die großen Konzerne hier auch einen Vorteil ziehen können, weil sie lenken können. Also sie haben jetzt, wenn sie bei der CO2-Steuer sind, haben sie automatisch auch einen Anreiz, in neuere Technologien zu investieren, der jetzt nicht in dem Ausmaß vorhanden ist. Herr Balakovic, ich möchte da gleich weitermachen und das sozusagen ein bisschen sozusagen auf die einzelnen Österreicherinnen und Österreicher herunterbrechen. Ich nehme an, Sie haben als Umweltminister auch einige Umfragen in Auftrag gegeben, beziehungsweise Sie werden Umfragedaten gehabt haben. Haben Sie nicht das Gefühl, und ich fahre jetzt bewusst in den Dialekt, dass der Mehrzahl der Menschen, solange es irgendwie nicht der Himmel dunkelgelb scheint und der Regen lila-violett ist, eigentlich völlig wurscht ist? Nein, das glaube ich nicht. Also die Erfahrung weniger von Umfragen, sondern auch in Gesprächen mit Menschen, auch in der Bereitschaft von Menschen, sich zu engagieren für den Klimaschutz und selber etwas dazu beitragen, ist hoch. Das Thema ist nur, wenn der Klimaschutz so diskutiert wird, das ist meine Erfahrung, dass man sagt, der Eisbär verschwindet, dann sagen die Menschen, ja, der arme Eisbär, aber der ist weit weg. Also sie sind nicht dagegen, dass man den Eisbär schützt, aber es geht um die Betroffenheit hier im Lande. Und es gibt viele Menschen, schauen Sie sich Stadt Wien an, Radverkehr, wie viele Menschen auf das Fahrrad umsteigen. Der Masterplan Rad hat ja darauf gefußt, dass eben mehr Leute umsteigen, wie viele Menschen regionale Lebensmittel kaufen, kurze Transportwege, wie viele Menschen ihre Heizung umstellen auf erneuerbare Energie oder Photovoltaik installieren. Das heißt, die Bereitschaft ist enorm da. Und schon sehr groß und das ist auch der richtige Weg. Das ist eine Veranstaltung der Grünen hier. Sie argumentieren plötzlich für die Grünen. Ich habe immer so argumentiert, auch wie ich Umweltminister war, habe ich immer so argumentiert. Und es ist der Punkt, dass die Menschen, wir brauchen die Mithilfe der Menschen, weil es wäre Scharlatanerie, wenn man sagt, die Politik kann das richten, die Politik alleine kann es nicht machen. Wir brauchen da die Mithilfe aller, der Wirtschaft, der Industrie, aber natürlich auch jedes einzelnen Bürgers. Da möchte ich jetzt ein konkretes Beispiel dranhängen. Eigentlich finde ich es sehr komisch, dass du, wenn du jetzt privat eine Heizung dir machst, dass du zwar Förderungen kriegst für Pellets und so weiter und auch für Solar und was es alles da gibt an Möglichkeiten, aber gleichzeitig geht da, glaube ich, der Verband der Mineralölindustrie her und sagt, liebe Freunde, wenn ihr einen Ölofen, der dargestellt wird, wie wenn er wahnsinnig toll wäre, weil dass er eigentlich praktisch also nicht Öl verbrennt, sondern eigentlich noch Öl rauslässt, und zwar ökologisches Öl, kriegt hier, kostet die ganze Heizung für dich nur mehr, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Euro statt 15.000, 20.000 Euro. Ich sage es jetzt nicht in konkreten Zahlen. Das müsste man ja eigentlich in einer Zeit wie dieser Anführungszeichen verbieten. Sie haben recht, das ist ein Ärgernis. Umweltbewegte hat das immer gestört. Das Argument der Ölwirtschaft ist, dass sozusagen effizientere Heizkessel da sind, die weniger Öl verbrauchen und damit effizienter sind. Ich trage das nicht weiter. Wir haben immer ganz klar gesagt, die erneuerbaren Energien sind die Antwort drauf. Muss man auch schauen, kann sich nicht jedermann leisten. Man muss auch da auch mit sozialen Aspekten vorgehen. Tun wir ja auch. Wir haben zum Beispiel im Rahmen der thermischen Sanierung seinerzeit die Programme erweitert. Wenn jemand seine Heizung rausschmeißt und einen Holzofen reinstellt oder Pelletsofen, dann geht's. Oder Photovoltaik für Kleinanlagen, Einfamilienhäuser. Aber ich habe auch immer wieder Gespräche mit Menschen geführt, die gesagt haben, ich kann mir das auch nicht leisten, ich würde es gern machen. Daher ist der Effekt schon da und muss sein, dass die Industrie billigere Produkte anbietet, dass sich die Menschen auch die erneuerbaren Energien leisten können. Weil all along müssen die Erneuerbaren aus den Förderungen herauskommen und auf den Märkten marktfähig werden. Sind sie aber derzeit nicht.
In manchen Bereichen schon. Zum Beispiel bei der Photovoltaik sind wir nicht so weit weg. In Deutschland. Bei der Solarthermie, also Warmwassererzeugung aus Sonne, sind wir schon konkurrenzfähig. Auch die Windenergie ist auf einem sehr guten Weg. Das heißt, es entwickelt sich in eine richtige Richtung. Könnte schneller gehen, aber die Richtung stimmt. Mhm. Frau Brunner, ich muss jetzt trotzdem auch noch eine Frage vorschieben, bevor Sie dem Herrn Belakovic ein bisschen was entgegenhalten nehmen kann. Würde ich Sie gerne etwas fragen. Also das Konzept ist ja so, auch von den Grünen, wir sozusagen zwingen unsere Industrie, die eigentlich mehr Arbeitsplätze schaffen sollte angesichts der Arbeitslosenraten in Europa, zwingen sie höhere Standards zu setzen, die teuer sind. Die Firmen gehen möglicherweise in andere Länder. In diesen anderen Ländern herrschen noch geringere Standards, als wir sie jetzt haben. Das klingt irgendwie nicht wahnsinnig intelligent, wenn Sie verzeihen. Ich hätte dieses Argument jetzt auch ohne Ihre Frage aufgenommen, weil es mir auch wichtig ist, das in der Diskussion einzubringen, weil ich finde, dass es in der öffentlichen Debatte sehr einseitig diskutiert wird, genauso wie das Rechnen sich Erneuerbare. Ob sich etwas rechnet oder nicht oder wie sich eine Industrie gestaltet oder entwickelt, hängt vom System ab, in dem wir leben oder wirtschaften. Und für die Gestaltung von Systemen ist die Politik zuständig. Das ist unsere Aufgabe. Ich wage zu widersprechen, aber egal. Mein Problem ist es, Sie haben selber auch schon, wir sind hier im Parlament, wir sind der Gesetzgeber. Die Gesetze geben den Rahmen, in dem Einzelne sich dann bewegen können. Weil Herr Belakovic hat es ja auch angesprochen, Einzelne ist auch meine Erfahrung, Einzelne sind sehr wohl bereit, würden gerne auf erneuerbare Energien umsteigen, sind sehr wohl bereit, Klimaschutzmaßnahmen zu setzen. Man kann es halt nur ich bin aus dem Südburgenland, so müssen Familien zwei Autos haben, ob sie wollen oder nicht. Und das ist für viele eine massive Kostenbelastung, auch nicht nur ein Umweltproblem. Und da ist die Politik zuständig, zu handeln und umzustellen. Deswegen finde ich es auch unfair, wenn dann argumentiert wird, ja, die Erneuerbaren kosten so viel oder die durch Klimaschutz gehen Arbeitsplätze verloren, um so Menschen auch irgendwie abzuhalten. Weil es so einfach nicht stimmt, sondern weil es durch unser System so vorgegeben ist. Wenn Politik handelt und Kostenwahrheit bestünde, auch die Kosten der fossilen Energien dargestellt werden würden. Wie viel zum Beispiel haben die Österreicherinnen und Österreicher bezahlt, weil wir unsere Kyoto-Ziele verfehlt haben? 700 Millionen Euro. Wir zahlen jährlich 17 Milliarden Euro für Importe von fossilen Energien. Das steht heute nicht auf der Stromrechnung. Im Vergleich zur Hyperalpe-Adresse ist das ein Schnäppchen, so geht es einmal salopp formuliert. Erneuerbare rechnen sich genauso, und das ist eine sehr entscheidende Frage, wie soll sich unsere Industrie weiterentwickeln? Ich glaube, Österreich ist Technologieführer in vielen Bereichen. Ich glaube, dass österreichische Unternehmen nicht konkurrenzfähig werden oder mithalten können, weil wir unsere Energiepreise absenken gegenüber anderen Ländern, sondern österreichische Unternehmen sind auch sehr konkurrenzfähig geworden, weil wir hohe Standards haben, weil wir Innovationsführer, Technologieführer sind in vielen Bereichen. Für 98% der Unternehmen machen die Energiekosten einen Bruchteil ihrer Betriebskosten aus, 1,5%. Betriebe wie die Föst, die einen hohen Anteil von Energiekosten haben, haben hier natürlich eine Sondersituation. Ich finde aber, darüber muss man reden. Es kann aber nicht die Lösung sein, dass wir keinen Klimaschutz mehr machen, weil der Klimaschutz findet statt. Wir machen viel zu wenig. Wir haben noch fünf Jahre Zeit, um das Klimasystem irgendwie in Einklang noch zu bringen. Was würden Sie tun, wenn die in die USA abwandern und sagen, es bleibt die kleine Zentrale in Österreich, aber Sie geben den Standort Linz auf, sagen die Gründer, gut, dann verändern wir das System und machen ein Gesetz, dass Sie da bleiben müssen. Verstehen Sie, die Leute müssen ja ein Unternehmen führen. Es gibt auch, das ist ein europäisches Thema. Es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, auch die Föst, die profitiert haben vom Emissionshandel, die über das Umweltbudget gratis Ausstoßzertifikate, CO2-Ausstoßzertifikate finanziert bekommen haben, die auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlt haben, also Subventionen für energieintensive Betriebe. Aber wir treten dafür ein, dass hier auf europäischer Ebene gehandelt wird und für energieintensive Betriebe auch zum Teil Ausnahmeregelungen geschaffen werden oder dass man über so etwas diskutiert wie ein ökologischer Fußabdruck, der auf Produkte, die in die EU eingeführt werden, einfach aufgeschlagen wird, um das unterschiedliche Niveau, Umweltniveau, Sozialstandards auch abzugleichen. Wir sind auch nicht daran interessiert, also dass alle chinesischen Produkte würden dann teurer werden, weil um auch hier Wettbewerbsgleichheit zu erreichen. Und den Freihandel durch die Hintertür abschaffen.
Nein, eben ja, nicht. Eben nicht. Wir sind nicht daran interessiert, dass Industrie die Energie effizient produziert abwandert. Das muss man sich anschauen. Aber unter der Bedingung, dass Europa ambitionierte Klimaschutzpolitik macht. Europa hat hier eine Führungsrolle einzunehmen. Die entscheidende Klimakonferenz wird 2015 in Paris stattfinden. Kollege Hofer hat schon gesagt, ich bin überzeugt, kein anderes Land hat so gute Bedingungen, hier Vorreiter zu sein wie Österreich. Das ist auch eine Verantwortung und gerade für Österreich und auch für die österreichischen Betriebe ist das eine Riesenchance. Wir müssen nur endlich mal umdenken. Ich habe immer ein bisschen Sorge, wenn so geredet wird, ja, Umwelt, aber in Einklang mit Wirtschaft. Das heißt immer, wenn die Umwelt in das gegebene fossile Wirtschaftssystem passt. Und ich glaube, es geht jetzt darum, unser Gesellschaftssystem überhaupt umzubauen, Wirtschaftssysteme neu zu denken und ja, wenn wir das Klimaproblem nicht lösen, werden wir uns über die anderen Probleme nicht mehr unterhalten müssen. Gleich der Herr Hofer, aber Herr Wenning, ich hätte an Sie noch eine Frage gestellt zum Stichwort Industrie und Voest. Jetzt ist die Voest ein sehr energieverbrauchendes Unternehmen. Es wird andere auch noch geben, nicht die einzige. Aber können wir uns im Sinne des Umweltschutzes, und das ist jetzt eine ganz konkrete Frage, im Sinne des, nicht jetzt wirtschaftlich, sondern im Sinne des Umweltschutzes, können wir uns die Voest in Österreich eigentlich im Sinne des Umweltschutzes noch leisten und ähnlich energiekräftige Betriebe sozusagen? Ja, wir werden auch Industriebetriebe in Zukunft in Österreich brauchen. Und die Voest, muss man zugute halten, hat in den vergangenen Jahren gerade beim CO2-Ausstoß wirklich Hervorragendes auch geleistet. Und die Abwanderung in die USA hat andere Gründe. Natürlich, ja, aber die Frage war, ist ja keine Antwort auf meine Frage. Können wir sagt klipp und klar, dort gibt es geringere Löhne, dort gibt es keine Gewerkschaften und dort gibt es einen Hafen. Und es gibt und geringere soll man Energiekosten. Auf Österreich nicht umlegen und zu sagen, das können doch nicht die Energiekosten. Ja, aber wenn man sich den Herr Heder genau der sagt das. Ja, sagt er dezidiert, ja, dort wird gefleckt. Etwas, wo die österreichische Umweltsituation eine andere ist. Wir haben keine Atomenergie. Wir sind nicht bereit, dass in Österreich Schiefergas gefördert wird durch Fracking. Bedauern Sie das eigentlich? Nein, ganz im Gegenteil. Das sind Gott sei Dank Rahmenbedingungen, die dieses hohe Umweltniveau, das wir haben, auch absichern. Und das müssen wir wertschätzen. Das ist eine Basis, die man nicht mit Amerika vergleichen kann, was die ökologischen Standards und die Energiekosten betrifft und was man nicht mit den Standards im Fernen Osten, was zum Beispiel Arbeitnehmerrechte und Löhne vergleichen kann. Wir haben ein System, das sich bewährt hat. Ich glaube, da hat auch Industrie Platz, aber die Industrie müsste sich auch natürlich an ökologischen Standards orientieren. Jetzt frage ich Sie nochmal als Umweltsprecher, weil jetzt haben Sie mir sehr viel gesagt, aber ja, keine Antwort auf die Frage. Muss nein, keine Antwort werden. Jetzt hätte ich gerne die Antwort auf meine Frage. Die Frage ist nämlich, können wir uns im Sinne des Umweltschutzes, nicht, dass ich die Voest weghaben will, dass mich da niemand festversteht, aber können wir uns im Sinne des Umweltschutzes eine Voest und andere Betriebe, die sehr viel Energie brauchen, überhaupt als kleines Land wie Österreich leisten? Ja. Ja, und es geht nicht nur um Umweltschutz separat, sondern es gibt in der Wirtschaft ist ein Konglomerat unterschiedlicher Bedingungen. Also Sie wollen von mir nur die Umweltfrage beantwortet haben, von der Kollegin Brunner wollen Sie die arbeitsmarktpolitische Frage beantwortet haben. Das hängt man muss das immer gemeinsam sehen. Das versuchen wir gerade zu stellen. Ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort und Industriestandort Österreich, aber mit hohen Umweltauflagen. Aber sind Sie zum Beispiel für eine Reindustrialisierung in Europa, wie sozusagen alle Staatschefs in Ländern, die den Fehler gemacht haben, das vorher abwandern zu lassen oder zerstören zu lassen, die davon jetzt sprechen. Das wird auf jeden Fall die Ziele in weite Ferne setzen für Europa. Ist ja logisch. Sie können mehr Industrie schaffen und glauben, dass das dann irgendwie easy cheesy läuft. Easy cheesy läuft in der Welt gar nicht, Arbeitsplätze zu sichern und auch in Europa als Wirtschaftsstandort kräftig zu sein, um auch das investieren zu können, was wir für den Klimaschutz brauchen, wenn wir auch Volkseinkommen brauchen. Und da kann man nicht Wirtschaft und Umweltschutz und Klimaschutz und Arbeitnehmerrechte gegeneinander ausspielen, sondern Politik hat die Gesamtverantwortung. Ich glaube, da gibt es einen relativen Konsens hier im Hohen Haus. Wir leisten uns Umweltschutz in Österreich, Gott sei Dank, seit Jahren und Jahrzehnten. Und das muss auch erwirtschaftet werden. Herr Abgeordneter Hofer, Sie stimmen ungeschränkt zu, den beiden Vorrednern? Naja, so einfach ist es ja nicht. Ich würde mal, wenn ich die Frage jetzt aus meiner Sicht auch beantworten darf, ich glaube, es ist der Umwelt ein schwerer Schaden zugefügt, wenn wir die energieintensive Industrie aus Europa, aus Österreich wegmoppen, denn diese Betriebe wandern ab.
stellen dann in anderen Ländern Dinge her unter geringeren Umweltauflagen, weniger strengen Umweltauflagen. Wir verlieren hier die Arbeitsplätze, die Produkte werden wieder importiert, es ist niemandem geholfen. Das heißt, aus meiner Sicht, wenn ich wieder das Problem an der Wurzel anpacken darf, ich glaube, dass wir Klimaschutzpolitik nicht über Zertifikate betreiben sollten. Ich glaube, das ist ein Fehler. Wir haben einen großen Nachteil im Vergleich zu Staaten, die Kernkraft haben. Hier sind weniger Zertifikate notwendig, hier müssen weniger Strafzahlungen geleistet werden und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es sinnvoller wäre, für jedes Land Ziele festzulegen und zwar klar zu sagen, welcher Anteil an erneuerbaren Energieträgern soll bis zum Jahr X im Land erreicht werden. Damit vertreibe ich dann auch nicht die energieintensiven Unternehmen. Das ist der eine Bereich. Ich glaube auch nicht an die CO2-Steuer, weil Energie in Österreich nicht zu billig ist. Es gibt viele Probleme mit Energie, die zu teuer ist. Aber was wir machen müssten, ist ein Lenkungseffekt im steuerlichen Bereich. Österreich ist Subventions-Europameister mit 18 Milliarden Euro, also weit über dem EU-Schnitt. Und man sollte Subventionen nur verwenden für eine neue Technologie, um eine Starthilfe zu geben. Das gilt auch für die Erneuerbaren. Ich glaube, wir müssten im Bereich der Mehrwertsteuer, und das wird die Mehrwertsteuerrichtlinie würde das erlauben, für Energie aus erneuerbaren Primärenergieträgern die Mehrwertsteuer senken. Damit habe ich einen deutlichen Effekt auch beim Konsumenten angehabt. Ich habe Investitionssicherheit, weil ich dann genau weiß, als Investor. Was wären so Primärenergieträger? Das ist Energie aus Photovoltaik, aus Windkraft, aus Wasserkraft. Mhm. Biomasse haben wir zum Teil schon bei Hackgut und Pellets, diese 10%. Also alles, was erneuerbar ist, auch Geothermie, mit dem halben Mehrwertsteuersatz mit 10% belegen. Und damit habe ich eine direkte Unterstützung, ohne wieder Subventionen leisten zu müssen. Denn das Subventionswesen werden wir uns auf Dauer in Österreich nicht leisten können. Frau Weigersdorfer, können Sie dem Modell was abgewinnen, das Sie jetzt von Herrn Hofer gehört haben? Wäre das etwas, wo Sie sagen, der Anfang hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich gebe aber hier zu bedenken, und da ist die Politik einfach meines Erachtens wieder sehr, sehr gefragt. Es finden ja, jetzt sind wir in der 5. Verhandlungsrunde, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die Verhandlungen zu TTIP statt, parallel dazu TISA. Und hier können wir die besten Vorgaben jetzt in Österreich machen, auf EU-Ebene machen. TTIP, TISA wird hier wahnsinnig viel beschneiden. Also das ist zum Beispiel für mich ein klarer Auftrag an die Politik, hier wirklich vorsichtig mit diesen Verhandlungen umzugehen, weil es geht hier um Umweltrechte, die sich die Bürger in diesem Land jahrelang hart erkämpft haben. Ja? Also wir können jetzt hier über erneuerbare Energie sprechen und einen gemeinsamen Konsens finden, was sehr schön ist. Aber wie gesagt, mit Verhandlungen wie TTIP sind unsere Gespräche leider absurd. Wobei TTIP hinter verschlossenen Türen stattfindet und alles, was nach außen dringt, an sich nichts anderes ist als lancierte Meldungen. Das, was wirklich hinter diesen verschlossenen Türen, weiß man bis heute, ist Spekulation. Es ist Spekulation, da gebe ich Ihnen recht. Es sind aber natürlich teilweise Dokumente weitergegeben worden, die sehr viel Aufschlüsse sagen. Aber jetzt denken Sie einfach klar nach. Es geht hier darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ja? Und normalerweise wird man sich nicht den besten Standards, den hohen Standards anpassen, sondern die hohen Standards müssen nachgeben. Das wäre ein goldener Mittelweg. Ja? Nachdem wir aber wissen, dass in Amerika, darum möchten ja einige Firmen auch abwandern, die Standards gerade im Umweltbereich nicht sehr, sehr hoch sind, sehe ich da einfach wahnsinnige Gefahr. Präsident Obama hat vorgestern, glaube ich, geradezu einen spektakulären Schritt gesetzt, der jetzt, muss man sagen, weil wir uns Europäer so gerne auf die Schulter klopfen, aber das, wenn das kommt, ist das politisch einiges. Wie war mir fehlt der Glaube? Weil Sie wissen vielleicht auch, dass der Chefverhandler von amerikanischer Seite ein Lobbyist von Monsanto war. Also hier sind schon einige Fragezeichen, wo ich sage, das wunderbar ist. Nein, aber wenn es um Umweltschutz geht, fällt das meines Erachtens schon sehr darunter. Wie gesagt, also am Klimawandel ist jetzt ja, aber hier ist es zu wenig transparent und hier ist einfach für mich eine sehr, sehr große Gefahrenquelle vorhanden, wo einfach auch die Information an die Bevölkerung fehlt. Und ich glaube, das ist überhaupt im Klimaschutzbereich, im Umweltschutzbereich, ich glaube, da sind wir alle gefordert, der ORF, die Medien, die Politiker, jeder Einzelne. Es sind in vielen Dingen sind einfach die Informationen an die Bevölkerung meines Erachtens viel zu gering. Na gut, wir tun es ja gerade. Gott sei Dank. Ja, Herr Bock, bleiben wir ein bisschen beim Thema Wasser oder erneuerbare Energien. Ja? Wenn in Österreich irgendwo noch ein Kraftwerk gebaut werden sollte, schreit sofort die eine Seite nein, da wird alles an Umwelt zerstört.
Die andere Seite argumentiert, das wäre erneuerbare Energie und würde also unsere Klimabilanz und ökologischer Fußabdruck und all das gut tun. Glauben Sie, dass man in Österreich überhaupt noch mehr Wasserkraft nutzen kann, ob das man überhaupt noch ein Wasserkraftwerk bauen kann heutzutage? Ich würde nur gerne auf zwei Dinge vorher noch ganz kurz antworten, nämlich das eine ist, dass wir oft in den Diskussionen das Gefühl vermitteln, dass Österreich der Vorreiter in der Umweltpolitik und bei erneuerbaren Energieträgern und so weiter ist. Und es gibt diesen Klimaschutzindex, der misst sozusagen die Aktivität, also die Emissionsausstoß, zum Beispiel auch die politische Aktivität im Bereich Umweltschutz. Und da liegen wir im Mittelfeld, einen Platz hinter Indien, nein, vor Indien und drei Plätze hinter Ägypten. Ja, also das ist jetzt sozusagen, wir haben uns um sechs Plätze verbessert. Das heißt, wir sind in der ganzen Debatte, wir sind nicht Vorreiter, wir sind kein grünes Österreich, wir sind Mittelfeld. Es ist die Frage, ob man Mittelfeld sein will oder nicht. Und dann bei der Industrie und die Frage, ob man sich die First leisten kann. Wir könnten uns das Doppelte an Industriequote leisten, weil die Frage ist nicht, wie viel Industrie wir haben, sondern welchen Fokus wir legen. Und wir haben derzeit deutlich weniger an Emissionen im Bereich der Industrie und Produktion als im Verkehr. Darüber diskutieren wir aber nicht gerne, weil jeder hat ein Auto, fast jeder hat ein Auto und fast jeder. Und da möchte man nicht tatsächlich eine ernsthafte Diskussion führen. Also das finde ich jetzt. Also ein Zugeständnis zur jeweiligen Wählerschaft, meinen Sie? Ich denke, es ist emotionaler besetzt natürlich, wenn man sagt, okay, wie können wir zum Beispiel in die Energieforschung investieren, was tatsächlich auch in der letzten Regierung schon diskutiert wurde, um vernünftigere Speicher zu entwickeln, die dann für die Elektromobilität wiederum ein deutlicher Fortschritt wären. Mhm. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo man zum Strom kommt. Ich war bei den Illwerken, zum Beispiel in Vorarlberg, ich war auch beim Verbund. Es gibt hier ausreichend Baupläne. Es wird nur derzeit aus einem ganz banalen Grund nicht gebaut, weil der Strompreis ohnehin zu niedrig ist. Das heißt, man kann nicht profitabel ein Wasserkraftwerk in irgendeiner Form bauen, nicht mal, wenn man es über 50 Jahre abschreibt. Und daher stellt sich die Frage derzeit nicht. Es ist einfach. Aber ich frage trotzdem, glauben Sie, dass man überhaupt noch eines bauen kann? Also ich kann mich nur erinnern an das wirklich kleine Kraftwerk Lambach-Saag vor vielen Jahren schon. Also ich glaube, das sind mindestens 20 Jahre aus. Ja? Also da haben sich Menschen an Brücken gehängt und ich weiß nicht was. Ja? Glauben Sie, dass man heute, nämlich 20 Jahre oder 15 Jahre später, dass man heute noch irgendwohin ein kleines Kraftwerk bauen kann? In der Vision, die, glaube ich, alle sechs Parteien auch im Parlament haben, ist es so, dass wir uns sehr stark in das Dezentrale bei der Stromproduktion weiterentwickeln. Das heißt Windkraft, Photovoltaik und viele andere Möglichkeiten. Und da wird es nicht mehr darum gehen, dass wir große Produktionseinheiten haben, sondern tatsächlich kleinere Einheiten in der Region mit entsprechender Speicherung. Also vielleicht wird noch das ein oder andere gebaut, aber es wird nicht jetzt aus meiner Sicht eine hohe Priorität haben. Es wird auch in der Versorgungssicherheit meiner Meinung nach jetzt nicht besonders wesentlich sein. Wo wir aber die größeren Probleme haben, wiederum bei den Importen Erdgas, Erdöl. Ja, da haben wir die Probleme, weil das können wir selbst nicht produzieren. Selbst wenn man über das Thema Fracking diskutiert, ist es so, dass wenn wir jetzt das Schiefergas in den USA produzieren, verflüssigen, mit dem Tanker nach Europa bringen und dann nach Österreich bringen, ist es noch immer billiger, als wenn wir es in Österreich tatsächlich produzieren würden. Mhm. Und ist das für Fracking ist einfach überhaupt kein Thema? Fracking ist für uns kein Thema. Es ist jetzt aus unterschiedlichsten Gründen kein Thema. Wir haben hier auch einen gemeinsamen Antrag mit den Grünen eingebracht für ein Verbot von Fracking in Österreich, das aber vertagt wurde im Ausschuss. Ich wundere mich trotzdem immer wieder, sozusagen, weil Sie über sich selbst sagen, Sie sind eine wirtschaftsliberale Partei. Ja. Und ganz offen, sowas macht eine wirtschaftsliberale Partei nicht. Dass man tatsächlich auf die Menschen hört, dass man die Ängste wahrnimmt und dass man sagt, ein aber Produkt dann wird man dann teurer, ist man eine Partei links teurer, der Mitte, das ist eh okay, da gibt es schon ein paar, da können Sie auch hingehen. Also es sozusagen importiert, wenn man einen Bedarf hat. Sagen Sie, gibt es da irgendjemanden, Entschuldigung, dass ich da jetzt unterbricht, der Fracking, damit man das gleich abklären, gibt es da irgendjemand, ich sage es jetzt salopp, der Fracking irgendwie in Österreich sexy findet? Außer mir? Nein, gibt es nicht. Ich finde, dass die Technologiefeindlichkeit wundert mich nur. Also man kann einmal auch, dass in den USA das Schiefergas in ein paar hundert Meter Tiefe ist, während in Österreich müsste man tausende Meter hinuntergehen und die Fördermethoden sind also absolut unökologisch. Daher finde ich hier und bei den politischen Parteien die Forschung darüber zulässt, das ist der Punkt, was wir forcieren, ist, dass man sagt, letztendlich ist Schiefergas auch fossile Energie. Also wir sollten hingehen zur Energieeinsparung und zur effizienten Energieverwendung. Dort ist sehr viel drinnen. Gebäude, thermische Sanierung und so weiter, effiziente Verwendung der Energie und den Rest mit erneuerbaren Energien ausbauen.
Ich glaube schon, dass Wasserkraft realisierbar ist. Seit Lambach hat sicher vieles getan. Vor allem zum Beispiel haben wir gemeinsam, also die Energiewirtschaft, das Ministerium mit den NGOs, Kriterienkataloge entwickelt, wo man sagt, es wird, bevor ein Kraftwerk gebaut wird, wird der Standort bewertet. Zahlt sich es überhaupt aus, etwas zu planen oder nicht? Und wenn man draufkommt, ja, das ist realistisch, dass dort etwas zu machen ist, ein Kraftwerk, dann kann das schon auch passieren. Es gibt Potenziale bei der Wasserkraft, bei mehreren anderen erneuerbaren Energieträgern. Man muss das halt angehen und das ist, es steigt ja auch der Anteil erneuerbarer Energie. Österreich ist nicht so schlecht dort. Und ich meine, es gibt viele Vergleiche im Umweltbereich. Ich meine, dass Österreich im Umweltbereich zwischen Ägypten und Indien, ich meine, fahren Sie in diese Länder. Politischen Maßnahmen. Ja, na, Abfallwirtschaft, ja, schauen Sie sich an, die Abfall, ohne jetzt anmaßend zu sein, Indien, Ägypten, Abfallwirtschaft, Wasserversorgung. Also es gibt auch andere Statistiken, Yale, Columbia University, Environmental Performance Index, Österreich siebte Stelle unter 135 Staaten. Also es geht aber jetzt nicht um eine Statistik verdrehen. Es soll ja nichts beschönigt werden, aber wir haben in vielen Bereichen im Umweltbereich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Kanalisation, Abfallwirtschaft einen sehr hohen Standard. Wir müssen im Klimaschutz besser werden, das ist nie geleugnet worden, und auch beim Ausbau der erneuerbaren Energie. Frau Brunner, Sie sind ja schon darf ich vielleicht noch anhängen, auch dieses Thema mit der Wirtschaft, aus meiner Sicht, aus ÖVP-Sicht, kann es nicht heißen, nur Umwelt oder nur Wirtschaft, sondern die Herausforderung ist, die politische, beides zu kombinieren, und nämlich zu sagen, eine wirtschaftliche Entwicklung, auch eine industrielle Entwicklung zu ermöglichen. Immerhin haben Deutschland und Österreich noch eine Industrie, während andere europäischen Staaten tatsächlich die Industrie vertrieben haben. Und gleichzeitig Umwelt zu machen, das ist die spannende politische Herausforderung. Und das gelingt auch in Österreich in vielen Bereichen. Frau Pommer. Sie drehen es nur um. Es geht nicht Umwelt unter den Bedingungen eines fossilen Wirtschaftssystems, sondern beides kombiniert wird und natürlich sich ökologisch entwickelt. Umweltschutz, Klimaschutz ist eine Bedingung, vor der wir stehen, und unsere Herausforderung ist jetzt, unser Wirtschaftssystem zu erneuern und dahingehend anzupassen. Ich möchte jetzt kurz zu Fracking und zu der Frage, welche Kraftwerke gibt es noch. Also Fracking ist aus einem einzigen, man kann vieles diskutieren, ist schon angesprochen worden, die Technologie, die sehr umweltschädlich ist, gibt die Diskussion, kann die noch weiterentwickelt werden oder nicht. Aber es ist ein einziges Argument, das hier, finde ich, gilt, und das ist, Fracking ist zusätzliche fossile Energie. Und wenn wir das 2-Grad-Ziel im Klimaschutz ernst nehmen, dann ist ganz klar, dass alles, was jetzt noch im Boden ist, an fossilen Ressourcen im Boden zu bleiben hat. Ansonsten, wir haben ein Problem mit dem, was jetzt schon da ist und was jetzt ausgestoßen ist. Wir können nicht noch zusätzliches fossile Ressourcen ausbuddeln, quasi die letzten Reserven dieser Erde auspressen und dann noch in die Luft blasen und den Klimawandel. Nein, ich finde es nur eigenartig, weil ich habe diesen Antrag, dass Österreich sich auch politisch ganz klar gegen Fracking entscheidet, schon mehrmals eingebracht. Es konnte leider keine Mehrheit dafür gefunden werden. Es ist immer schön, wenn wir in Diskussionen alle einer Meinung sind, aber der Antrag wurde bis heute vertagt. Jetzt zu den Kraftwerken. Ich glaube, das Problem, warum es bei unterschiedlichen Kraftwerken auch Widerstände gibt, ist, weil auch hier die politische Steuerung fehlt. Was wir in Österreich brauchen, ist einen strategischen Plan, wo wir uns anschauen, welche Ressourcen haben wir wo. Und Österreich hat Gott sei Dank sehr, sehr viele Ressourcen. Deswegen finde ich auch, dass wir eine Vorreiterrolle einnehmen müssen. Und da muss man sich eben anschauen, wo nutzen wir welche Ressourcen, welche Gebiete sind geeignet, welche sind aus Naturschutzgründen, aus Landschaftsschutzgründen auch nicht geeignet, welche müssen wir auch aus Klimaschutzsicht in Ruhe lassen. Dieser Plan fehlt. Ich finde, wenn es so einen Plan gäbe, würde es nicht nur Konflikte mit Bürgerinnen sich einfacher gestalten, sondern auch der Wirtschaft, die Interesse hat zu bauen, mehr Planungssicherheit geben, wenn ich weiß, wo habe ich eine Chance. Sie sind schon weiter dafür, dass man die Menschen zum Beispiel vor Ort fragt, ob sie die Windräder vor die Tür gestellt bekommen wollen. Ich bin der Meinung, dass man diese Zonierung im Burgenland, im Burgenland hatten wir das zum Beispiel, und Sie wissen, dass im Nordburgenland in einer sehr sensiblen ökologischen Zone im Nationalpark Neusiedlersee angrenzend Windräder gebaut wurden. Dort wurden Eignungszonen definiert und auch eingehalten. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und ich finde, dass bei der Erstellung von solchen Eignungszonen die Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden müssen. Und ich fürchte mich, also wir Grüne fürchten uns nie vor Bürgerinnen-Einbindung. Ich finde, das verbessert Projekte auch sehr oft. Aber jetzt zum wichtigsten Kraftwerk, das in Österreich endlich installiert werden muss. Und das wichtigste Kraftwerk ist Energieeffizienz, Energieeinsparung. Jede Kilowattstunde
Stunde, die wir nicht erzeugen müssen, erleichtert uns die Chancen, den Anteil der Erneuerbaren auch zu erhöhen, CO2 einzusparen. Wir Grüne haben sehr dafür gekämpft, dass wir ein Ökostromgesetz in Österreich haben, das funktioniert, das den Ausbau der Erneuerbaren vorantreibt. Das tut es jetzt gerade aktuell. Und ich finde, wir sollten darüber nicht nur diskutieren über globale Dinge, wo wir einer Meinung sind, sondern das, was jetzt hier in diesem Haus beschlossen und entschieden werden muss. Und da kommt das Energieeffizienzgesetz. Und da geht es tatsächlich um eine Trendwende und um die Frage, schaffen wir die Energiewende oder nicht. Wo ja gerade wieder sehr heftig auch diskutiert wird. Ich sage wirklich diskutiert, weil ja da etwas unterschiedliche Meinungen im Raum sind, aber im Kern an demselben quasi, ich formuliere es einmal salopp, Pullover gestrickt wird sozusagen. Ja, der schaut ziemlich anders aus. Dauerregen, Hitzerekord und immer öfter auch Hochwasser im Land macht der Klimawandel der Bevölkerung Sorgen. Was kann jeder Einzelne zum Umweltschutz beitragen und welche Maßnahmen wünschen sich die Menschen dazu von der Politik? Anna-Kathrin Kreusel hat sich unter Spaziergängern rund um das Schloss Schönbrunn in Wien umgehört. Die Umfrage ist wie immer nicht repräsentativ. Hier ein Stimmungsbild. Macht mir schon persönlich Sorgen, weil ich auch schon damit zu tun hatte. Ich hatte schon eine Kellerüberflutung und insofern merkt man natürlich schon was. Die Frage ist natürlich, ob der Klimawandel so sehr mit, sagen wir mal, Umwelteinflüssen zu tun hat, die wir verursachen, oder ob es ganz natürliche Vorgänge sind. Winter haben wir überhaupt nicht gehabt. Das war bei uns in Österreich kein Schnee. Ich weiß nicht, wie es in Wien war, aber bei uns war nichts. Also ja, es macht sich schon bemerkbar und es macht mir auch Sorgen. Also mir macht es vielleicht weniger Sorgen, wie es jemand Jungen machen sollte. Aber absolut, ja. Ich fahre lieber mit dem Bus, weil wir versuchen dadurch einige Autos zu ersparen. Aber ansonsten, wenn du einkaufen gehst, ja, du brauchst den Sackerl mit. Das ist das nächste Problem. Du denkst nicht immer dran, dass du eine Stofftasche mitnimmst. Das nächste ist mit dem Papiersackerl. Jetzt rennst du im Regen mit dem Papiersackerl, abends wieder alles hin, dann greifst du wieder zum Plastik. Strom sparen, Wasser sparen, viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich meine, ja, mein Müll trennen und solche Dinge mache ich schon. Aber mehr als das, ich würde nicht wissen, wo ich dann anfangen soll. Das heißt, Leute sollen Müll trennen, Leute sollen in dieses und jenes lassen. Aber die großen Probleme, die verursachen eigentlich, ist die Industrie und die Politik. Und hier wird wirklich rein gar nichts gemacht. Es wäre sinnvoll, wenn die Politik herginge und die Abhängigkeit, die wir schon die längste Zeit von fossilen Energien haben, einfach reduzieren würde. Das tut sie nur bisher viel zu wenig. Also ich hoffe, dass jetzt die berühmte Gaskrise mit Wladimir Putin vielleicht dazu führen wird, dass sich da etwas ändern wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sieht es zumindest noch nicht so aus. Herr Abgeordneter Weniger, der schöne Satz, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, ist da gerade gefallen. Versuchen wir es einmal von der anderen Seite ein bisschen weg von der Harmoniepolitik hier zu drehen und zu formulieren. Was sollen eigentlich die Menschen wirklich tun? Sollen sie den Strom abdrehen? Sollen sie hoffentlich nicht jetzt den Fernseher abschalten? Aber was konkret soll passieren? Genau, das ist, glaube ich, die richtige Antwort, weil Klimaschutz nur mit einem Bündeln von Maßnahmen umsetzbar ist. Und das beginnt tatsächlich beim Energiesparen im eigenen Haushalt, bei der Verwendung alternativer erneuerbarer Energieformen, geht aber hin bis zum Einkaufsverhalten. Wenn vor mir im Supermarkt die Dame zu den Kiwis und Erdbeeren im Winter dann noch ein Plastiksackerl von der Kassierin verlangt. Und draußen in der Nähe, so wie, sage ich, ja, die Plastiksackerl zum Beispiel wegräumen. Ja, und das funktioniert, wenn man engagiert ist. Aber das geht bis hin zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel. Wir haben im Wiener Umland, ich komme aus dem Bezirk Mödling, ein hervorragendes Angebot, nur leider zu teuer. Warum gibt es nicht zum Beispiel für Niederösterreich ein 365-Euro-Ticket, so wie das in Wien möglich ist? Dann wird sich Wien einiges ersparen, dann wird sich Niederösterreich einiges ersparen und vor allem das Klima. Es ist ein Bündel, ein ganzer Strauß, auch persönlicher Motivation notwendig. Und das kann man nicht per Gesetzen verordnen, aber über den zum Beispiel Klimafonds wird gerade sehr viel Aufklärungsarbeit betrieben, Projekte unterstützt mit mehr als 100 Millionen, zum Beispiel aktuell vom Verkehrsministerium, Förderung zum Umstieg auf E-Taxis. Das sind konkrete Maßnahmen, die gehen nicht auf die Lebensqualität der Bürger, ganz im Gegenteil, fördern die Wirtschaft und bringen etwas für den Klimaschutz. Frau Abgeordnete Brunner, Sie würden schon gesetzlich gerne mehr regeln, haben Sie vorher gesagt, weil Sie das System damit gestalten wollen. Würden Sie die Kiwis, die Plastiksackerln, die unsaisonalen Früchte, den Umstieg auf die
öffentlichen Verkehrsmittel. Würden Sie die gesetzlich gerne stärker regeln? Ja, muss nicht alles verbieten sein. Wir werden zum Teil auch ordnungspolitische Maßnahmen brauchen. Und ich finde, man sollte auch den Mut haben, das dann zu sagen, aber eben auch umsteuern. Und was wäre da konkret, entschuldige ich das jetzt Wort, was wäre konkret so ein ordnungspolitisches Beispiel? Nur, dass wir so ein bisschen mal ein Bild dazu haben. Was wäre ein ordnungspolitische Maßnahme? Also komme ich dann, steht in Verbindung mit dem Energieeffizienzgesetz. Gut. Sie haben ja selbst auch die Ölheizungen angesprochen. Also wenn wir etwas haben, Ölheizungen, wo wir wissen, Öl wird nicht mehr billiger werden, heizt den Klimawandel an, dann werden Leute noch mit Subventionen gelockt in eine Ölpreisfalle, wo ich in 20, 30 Jahren, wo die Kessel dann installiert sind, niemand abschätzen kann, wie hoch dieser Preis sein wird und ob diese Familien sich die Energiepreise dann leisten können, finde ich politisch unverantwortlich. Aus sozialer Sicht unverantwortlich und aus ökologischer Sicht so ohnehin, fossile Systeme weiter zu installieren. Entschuldigen, aber ich finde es überaus witzig, dass die Pellets quasi mit dem Ölpreis mitsteigen. Immer zart dahinter, aber ich meine, dass das Pellet von gestern ungefähr genauso teuer sein sollte wie das Pellet von heute und eventuell das Pellet von morgen. Ja? Und wenn der Ölpreis steigt, steigt der Pelletpreis automatisch mit. Also das ist ja eigentlich, ich sage es jetzt salopp, eine Frotzelei. Es gibt natürlich auch im Bereich der Erneuerbaren, auch am Holzmarkt, Preisentwicklungen, auch in der Landwirtschaft durch Riesenbiogasanlagen, die zu Maismonokulturen geführt haben, Preisentwicklungen, die man hinterfragen kann. Deswegen ist es auch am Strompreis haben wir die Situation, dass Kohlekraftwerke in Betrieb sind und fossile effiziente Gaskraftwerke zum Beispiel nicht, weil wir einen niedrigen CO2-Preis haben und sich Kohlekraft gegenüber Gas durchsetzt, was aus Klimasicht ein Wahnsinn ist und aus Energiewende-Sicht. Aber das sind eben Dinge, wo ich sage, wir brauchen eine Energiewende, die auch eine Systemwende ist, wo wir hinterfragen müssen, wie schauen da Strukturen aus, Netzstrukturen, was passiert dezentral, wie viel brauchen wir doch zentral, wie schauen Märkte aus. Wenn man erneuerbare Energien in ein fossiles System presst, kann das nicht funktionieren. Wir müssen Systeme umgestalten. Ich finde, das ist die Herausforderung unserer Zeit. Ja. Und da finde ich es eigenartig, wenn man dann eine Dame im Supermarkt anspricht, warum sie etwas tut, wenn wir hier im Hohen Haus die Chance haben, Regelungen zu machen, die es dieser Dame erleichtern würden, sich ökologisch gut zu verhalten. Darum geht es ja, indem regionale Produkte vom Bauern nebenan vielleicht günstiger sind und auch ausgezeichnet werden, klar gekennzeichnet wird, was da drinnen ist, im Vergleich zu Produkten, die eingeführt werden. Von der Eigenverantwortung von Konsumenten haben Sie es nicht so, oder? Natürlich. Ich denke, jeder und jede kann und muss einen Beitrag leisten. Aber wie gesagt, jeder Einzelne kann sich nur in einem System verhalten, das vorgegeben wird. Und dafür sind wir hier zuständig, sonst braucht man ja keine Politik. Also ich bin dafür, das zu gestalten, dass auch ökologisch positives Verhalten nicht immer was Negatives ist, wo man selber dann drauf zahlt, sondern dass es nur dafür da sind, viele Gesetze zu beschließen. Nein, nicht viele Gesetze, es ist kein ganzes Interview. Sondern Anreize zu setzen, umzusteuern. Stichwort ökologisch-soziale Steuerreform. Ich würde Sie bitten, dass wir andere auch zum Wort kommen lassen. Herr Hofer, würden Sie auch sagen, die Aussage, die das ein paar Mal so gekommen ist, eigentlich sind die Energiekosten zu gering beim Konsumenten. Der Strom, das ist eigentlich zu billig schlichtweg. Das sehe ich nicht so. Ich sehe bei vielen Endkonsumenten, dass sie Probleme haben, ist, natürlich muss man Energiekosten und Leitungskosten mittlerweile auch summieren. Das sind ja zwei Dinge, die ja zusammengehören. Also Energie ist in Österreich aus meiner Sicht nicht so billig. Deswegen wandern auch Betriebe aus Österreich, es gibt auch andere Gründe, ab. Ich glaube, um auf das zurückzukommen, was auch hier gerade diskutiert worden ist, von wegen Kiwi und so weiter. Ich glaube, dass viele dieser Dinge, die wir hier sehen, das Ergebnis einer falschen Subventionspolitik sind. Denn wie kann es sein, dass ein Kiwi, der einen so weiten Transportweg hat, günstiger ist als ein Apfel, der 100 Meter weiter weg geerntet wird? Also viele Probleme, die wir versuchen zu lösen über Subventionen, verursachen später neue Probleme. Deswegen noch einmal, ich glaube, wir dürfen auch hier im Bereich der Erneuerbaren nicht dem Fehler anheimfallen, dass es hier Dauersubventionen geben muss. Das wäre ein falscher Weg. Starthilfe, alles klar, aber dann bitte lenken über steuerliche Maßnahmen und nicht mehr über Subventionen. Das erzeugt nur immer wieder und immer wieder neue Probleme.
Ich möchte, dass bei uns gut geübte Praxis ist, dass wir immer versuchen, auch ein bisschen einen Sukkus herauszuarbeiten aus so einer Diskussion. Sonst haben wir viel gehört und jeder geht ein bisschen in eine andere Richtung. Aber auf worauf müssen sich denn die Österreicherinnen und die Österreicher einstellen? Was wird denn so dieser erste Schritt sein in Richtung Energiewende? Sehen Sie denn, Herr Bock, ich möchte es reihum machen letztlich. Sehen Sie diesen ersten Schritt? Was wird kommen? Ich sehe keinen koordinierten ersten Schritt. Also ich sehe viele Pflaster sozusagen erfunden. Ich sehe sehr viel auch, was den Förderbereich betrifft. Aber das, was ich eingangs auch schon gesagt habe, dass wir einen Systemwechsel brauchen. Also wenn wir tatsächlich über die Energiethematik reden, müssen wir über die Ressourcenthematik reden. Das bedeutet, Das heißt konkret, wir haben jetzt eine Steuerdiskussion aktuell, also wir jetzt nicht hier, aber im Allgemeinen. Wir müssten stärker auf die Ressourcenbesteuerung und geringer auf die Arbeitsbesteuerung gehen, weil damit auch ein anderes Bewusstsein entsteht. Ich bin dagegen, dass wir die Kiwis abschaffen im Winter, ja, auch im Sommer, sondern ich will tatsächlich, es müsste tatsächlich ein Systemwandel sein, der ein Vorteil für die Menschen ist. Nur so wird er auch angenommen. Und das wäre am besten über Steuern, heißt nicht umsonst Steuern, umsetzbar. Das ist der Punkt und der fehlt derzeit noch. Herr Belakovic, wie sehen Sie das? Also ich bin nicht dafür, dass man den Menschen vorschreibt, wie sie zu leben haben. Planwirtschaftliches Motto, ich meine, die Konzepte sind ja gescheitert. Ich halte sehr viel von Eigenverantwortung. Den Bürger muss man mitnehmen, ihn auch positiv motivieren. Und das passiert ja auch. Immer mehr Menschen kaufen regionale Lebensmittel, weil sie sagen, eben unmittelbar, kurzer Transportweg, frisch, Geschmack. Und sagen, ich kann selber etwas dazu beitragen, verzichten aufs Plastiksackerl. Das heißt nicht, dass die Politik nichts tun soll. Das heißt es ja nicht. Aber den Bürger muss man mitnehmen, eben auch bei der Umstellung des öffentlichen Verkehrs, bei effizienteren Antriebssystemen. Ich möchte es ein bisschen konkreter haben. Auf was kann sich der Österreicher, die Österreicherin sozusagen in der kurzfristig einstellen? In welche Richtung wird es gehen, aus Ihrer Sicht? Also Sie haben es angesprochen in Ihrem Bericht, die extremen Wetterereignisse nehmen zu. Wir haben im Burgenland, auch ich zu Hause, überschwemmten Keller gehabt. Mhm. Das passiert leider. Und daher sehe ich eben den Klimawandel als eine Bedrohung, aber den Klimaschutz als eine Chance, hier die Systeme positiv zu entwickeln. Das heißt, man muss sich auf Veränderungen einstellen, die Menschen spüren das auch, aber man muss eben offen sein dafür, dass man sagt, ja, ich tue hier mit, ich setze auf erneuerbare Energie bei der Bewusstseinsbildung, ich setze auf thermische Sanierung und auf ökologisches Verhalten. Das ist auf jeden Fall positiv und das soll sich ja auch für den Bürger rechnen. Herr Hofer, wie sehen Sie das? Es muss jeder wissen, dass fossile Energieträger teurer werden und seine persönliche Lebensplanung darauf ausrichten. Das heißt, wenn ich etwas baue, welche Heizung, welches Fahrzeug und so weiter und so fort. Keine Ölheizung, ist das eine Empfehlung? Ich würde mir keine kaufen. Ich habe auch keine, aber ich kann doch niemandem vorschreiben, wie er jetzt sein Haus heizen will. Wenn er davon überzeugt ist, er möchte eine Ölheizung und es ist ihm egal, wie viel er dafür bezahlt und auch wenn es teurer wird. Ich möchte es nicht verbieten, aber ich möchte klar machen, dass das sehr teuer werden kann. Das ist das Problem. Herr Wenninger? Wie sehen Sie das, wenn man so ein bisschen einen Blick voraus macht? Also auf was können sich die Österreicherinnen und Österreicher, wenn sie sagen, ich möchte sozusagen, dass die Umwelt auch für meine Kinder und für meine Enkel, in der Umfrage war eine Frau drin, also das würden sie eher die Jungen die Sorgen machen, das ist auch ein bisschen Schwarze-Peter-Politik natürlich. Ja. Aber sie werden vielleicht Kinder haben, vielleicht werden sie auch schon Enkel haben, ich weiß es nicht jedenfalls. Was wird zu erwarten sein? Ich glaube, das war kein Bedrohungsbild für die Bürger, da jetzt kreieren muss, sondern die Umstellung im Energieverbrauch, das Fördern von Energieeffizienz, Energieeinsparen wird jeden betreffen, so wie das bewusste Einkaufsverhalten. Ich sehe das alles sehr positiv, nicht nur im Sinne des Klimaschutzes, sondern dass man nach dieser Nachkriegsgesellschaft des Verbrauchens, des Verschwendens, des Umgangs mit Ressourcen einfach sich ohne Lebensqualität zu verlieren, vielleicht sogar an Lebensqualität zu gewinnen, eine neue Form des gemeinsamen Wirtschaftslebens gestaltet. Da sage ich, ja, es ist kein Nachteil, die regionalen Produkte zu kaufen, sondern die sind günstiger und sind vielleicht auch schmackhafter. Und es ist kein Abstieg in der Lebensqualität, einmal aufs Auto verzichten und mit dem Rad zu fahren oder in die Schnellbahn umzusteigen. Und das habe ich auch mit Bewusstseinsbildung gemacht. Also nicht mit Klimamaßnahmen drohen, sondern die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, sie motivieren. Und da hat natürlich die Politik gesetzliche Aufträge, Förderaufträge, aber vor allem auch Vorbildcharakter. Frau Brunner.
Ja, also ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger sind oft schon und auch sehr viele Betriebe weiter als die Politik es ist. Und Politik sollte diese Bürgerinnen und Bürger und auch die Betriebe, die in Richtung Klimaschutz, umweltschonende Wirtschaften arbeiten, auch unterstützen. Ich kann jetzt sagen, worauf sich Bürgerinnen und Bürger und auch Betriebe einstellen können, wenn es nach uns geht. Da ist der erste Schritt, ich habe es erwähnt, jetzt das Energieeffizienzgesetz, weil ich glaube, dass wir damit wirklich eine Chance haben, eine Trendwende auch einzuleiten, hin zu weniger Energieverbrauch, was für Haushalte durch Wärmedämmung, was auch immer, auch dazu beitragen wird, tatsächlich auch Energiekosten zu reduzieren. Ich halte das für einen ganz wesentlichen Punkt. In weiterer Zukunft wird es um die Systemwende im Energiesystem, wie gesagt, gehen. Da werden wir für klare Rahmenbedingungen eintreten, auch dafür, dass es Kostenwahrheit gibt, Stichwort grüne ökosoziale Steuerreform, also Energie belasten, dafür eben den Faktor Arbeit entlasten. Ich glaube, dass es aus österreichischer Sicht ganz wichtig sein wird, hier auch in Forschung und Entwicklung zu investieren, weil wir das brauchen für die Energiewende, was Speichertechnologien angeht, aber weil wir eben auch sehr, sehr viele innovative und gute Betriebe, Unternehmen in diesem Bereich haben und Österreich hier auch eine Riesenchance hat in wirtschaftlicher Sicht, weil es einfach so ist, dass die Vorreiter, die als erstes hier die First Mover sozusagen auch profitieren werden. Und in einer bisschen globaleren Sicht werden wir Grüne ganz sicher weiterhin dafür eintreten und ich auch persönlich, dass Österreich wieder Vorreiter wird in Österreich, dass wir auch unsere Verantwortung wahrnehmen. Ich bin auch der Überzeugung, dass Österreich international hier etwas bewegen kann, weil ich habe bei den letzten Klimakonferenzen immer erlebt, dass sehr viele Leute auf Länder wie Österreich schauen und Beispiele suchen, wie man Klimaschutz machen kann, aber trotzdem in einem Wohlstand leben kann. Und ich glaube, dieses Potenzial haben wir und das wollen wir nutzen. Danke. Frau Weigersdörfer. Das Motto der nächsten Tage, Monate, Jahre muss heißen Prävention statt Reparatur, weil es einfach ein Kostenfaktor ist. Ich glaube, wir leben in einem sehr, sehr interessanten Zeitalter. Ich spüre ein unglaubliches Umdenken, hat man auch im Beitrag gesehen. Und Umwelt darf nicht auf Kosten von Wirtschaft gehen. Es kann, und das bestätigen auch sehr, sehr viele Experten, Hand in Hand mit der Wirtschaft gehen. Und das muss das Ziel der nächsten Zeit sein. Und es sollte eigentlich jetzt und hier beginnen. Ist es realistisch, dass es erreicht wird? Ich frage nur jetzt bewusst nach. Es muss erreicht werden aus dem einfachen Grund, der Overshoot Day, das heißt der Tag, ab dem wir von den Ressourcen unserer Erde leben, die sie nicht mehr regenerieren kann, ist derzeit der 22. August. Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. Und wir haben diese schwarzen Peter-Gedanken, na, das geht mich eh nichts an, das ist die nächste Generation. Wir sind bereits die nächste Generation. Und ich brauche noch eine Bemerkung machen. Es wachsen auch in Österreich Kiwis. Bitte. Tatsächlich. Bitte. Meine Damen, meine Herren, lieber Rainer und deinen Kiwis, deinen österreichischen Kiwis, guten Appetit wünsche ich Ihnen dazu. Wir sehen uns wieder bei 60 Minuten Politik direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament in Wien, heute in einer Woche, am Donnerstag, den 12. Juni ab 22.25 Uhr, dann mit diesem Thema: zu teurer Staat, wann kommen die Reformen? Zu Gast sind die Finanzsprecher der Parlamentsparteien. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Weiterhin informatives Fernsehen mit ORF 3 Kultur und Information. Guten Abend.